dass es hier alles im Überfluss gibt. Das ist schon was Besonderes. Da sind sie! Mein Papa und seine Herde! Ja, Littlefoot! Aber wo ist mein Papa? Ich sehe ihn nicht. Das ist merkwürdig. Bronn ist sonst immer an der Spitze der Herde. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund zur Sorge, Littlefoot. Wer ist das? Sehen wir doch mal nach. Hilfe! Hilfe! Ich bin in Sicherheit. Bin ich wirklich hier? Kann mich mal jemand kneifen? Nö, nicht du. Nö, nicht du. Ich kneif mich selber. Aua! Autsch! Wieso habe ich das gemacht? Und du bist? Ich? Naja, alle nennen mich Fuchtel-Army, wobei ich nicht verstanden habe, wieso. Oh, jetzt leuchtet es mir ein. Was ist passiert, Fuchtel-Army? Frag lieber, was nicht passiert ist. Die Erde hat gebebt und flüssiges Feuer gespuckt. Diese Hitze, sowas habe ich noch nie erlebt. Es ist erschütternd, darüber zu sprechen. Aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, es begann alles mit einem schrecklichen Boom! Der Feuerberg explodierte! Er hat etwas seine Spitze weggepustet! Überall war Feuer! Es gab keinen Ausweg! Am härtesten betroffen waren die Landhälse. Ich kann euch sagen, ihr Anführer war unglaublich tapfer. Er ließ keinen zurück, obwohl er in großer Gefahr war. Ich bin gekommen, aber nur aufgrund meiner außergewöhnlichen Grazie und Geschicklichkeit. Der Anführer ist mein Papa. Wer? Bronn. Oh, ja, das ist er. Bronn. Er war ein sehr mutiger Langhals. Ist er es immer noch. Da bin ich sicher. Was ist mit ihm passiert? Keine Ahnung. Hab ihn am Feuerberg aus den Augen verloren. Er steckt in Schwierigkeiten? Großvater, wir müssen ihm helfen. Littlefoot. Kannst du uns dorthin bringen? Du kennst doch den Weg. Das heißt also, ich soll dich über die Erdspalte führen, durch das Land der verflixten Federkammschafzähne, am strömenden Wasser entlang, zurück zu dem feuerspuckenden Berg, von dem ich gerade geflüchtet bin. Glaubst du, ich bin so dämlich, wie ich aussehe? Lass es mich mal anders ausdrücken. Die Antwort ist nein. Bitte. Er ist mein Papa. Er braucht unsere Hilfe. Er hat recht, Littlefoot. Das geht auf keinen Fall. Aber du wirst doch hingehen. Tut mir leid, Littlefoot. Jetzt ist es zu gefährlich. Wir müssen warten, bis der Berg aufhört, Felsbrocken zu spucken. Bronn würde nicht wollen, dass wir verletzt werden. Aber mein Papa braucht uns jetzt. Dein Vater ist sehr stark und weise. Er hat schon oft ein Erdrütteln überlebt. Ich bin sicher, er ist gerade hierher unterwegs.